back from the dead. Mittwoch, der 27. Juni 2018 und willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und ja, wir haben neue Feature-Items drin, wir haben neue Daily-Items drin. Heute gibt es übrigens das große Update, steht hier unten, für alle, die es gestern erwartet haben. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein in den Daily Shop und ihr seht, es ist so viel Stuff drin. Wir fangen erstmal an bei den Daily-Items. Also, wir haben Spike hier am Start, was im Grunde ja so ein bisschen Standard ist. Nur ein bisschen Spikes oben dran, 800 V-Bucks und ihr seht nicht schlecht aus. Auf jeden Fall ist dieses Harvesting-Tool relativ selten, denn das letzte Mal, dass dieses Harvesting-Tool drin war, war vor 98 Tagen. Also wer irgendwas Seltenes haben will, was nicht so viele Spieler haben, hier die Chance auf jeden Fall. Dann haben wir Jungle Scout am Start für 800 V-Bucks und das war zuletzt vor 2 Wochen drin, also nicht ganz so selten. Sieht auch ganz schick aus, ein bisschen Lara Croft-mäßig. Dann haben wir 2 Emotes drin, zum einen Breaking. War auch zuletzt vor 15 Tagen drin, 800 V-Bucks. Und dann haben wir das Gute hier drin für 500. Richtig nice, oder? War zuletzt vor 18 Tagen drin, 500 V-Bucks. Also wer da zuschlagen will. Aber ja, kommen wir zu der Riesenflut an Stuff, was drin ist. Also wir haben alle Soccer-Player wieder drin. Wir haben die weiblichen, wir haben die männlichen Versionen drin. Alle für 1200 V-Bucks. Also wer da nochmal zuschlagen will, passend zur WM. Ich glaube, einige Leute wollten das nochmal sehen. Könnt ihr das machen hier. Alle Styles sind am Start. 1200 V-Bucks natürlich mit den ganzen Trikotfarben und so weiter und so fort. Da gibt es also jede Menge, was ihr da kombinieren könnt. Aber das habt ihr ja alle schon gesehen. Passend dazu natürlich auch wieder die Harvesting-Tools. Vuvuzela für 800 V-Bucks am Start. Goldbound für 500 V-Bucks am Start. Das ist der Gleiter hier. Und für 500 V-Bucks den goldenen Fußballschuh sozusagen. Also wer da zuschlagen will, 500 V-Bucks. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Überraschung sozusagen drin. Und zwar haben wir den Royal Dragon drin für 2000 V-Bucks. Der taucht auch mal wieder auf. Das letzte Mal, wo der drin war, war 35 Tagen. Genauso wie der gute Herr hier, der Wukong. Der ist ja irgendwann mal geupdatet worden mit einem Backblink. Das hatte der vorher gar nicht. Jetzt ist ein Backblink auf jeden Fall am Start, was ihr mitnehmen könnt. Also diese Fahnen hier, die könnt ihr mitnehmen. Auch 2000 V-Bucks. Also wer nochmal den Wukong kaufen möchte, kann das jetzt machen. 2000 V-Bucks oder den Royal Dragon. Meiner Meinung nach einer der besten Gleiter, weil der komplett anders ist als alle anderen. 2000 V-Bucks. Also, ja, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr euch geholt habt. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass so viel Stuff drin ist. Also eine riesen Auswahl habt ihr auf jeden Fall. Aber ja, lasst mich ja wissen, was ihr euch geholt habt. Und ja, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich freuen. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.